Ipanema, das ist ein alkoholfreier Cocktail. Ja. Dazu machen wir jetzt mal ein bisschen Glas. Hallo, mein lieben Freund. Glas haben wir geschwächt. Ja. So. Und dann brauchen wir ein bisschen Zucker. Ein kleines bisschen Zucker. Ein bisschen Zucker hier, so. So, dass das schön gleich ist. Dann holen wir hier ein bisschen Wasser. Ja. Ich schütte das so da rein. In den Teller. So, dann holt man das Longdrinkglas. Stülpert da rein. Und macht dann so, dass ein Zuckerrand entsteht. Der soll dann möglichst schön sein, nur nicht so hässlich wie der hier. So, dann macht man das Glas rein. Das Eis rein. So. Dann, ganz genau. Holt mal die Limette. Schneidet sie mit dem Keramikmesser in der Mitte durch oder so ähnlich. Ja. So, hier ist die Limette drin. Dann kommt 2 Teelöffel Rohrzucker rein. Und dann kann man das mit dem Schaufel zerstampfen. Lecker, stampfig. So, das sollten natürlich schon Bio-Limetten sein. Ja, sonst ist Dreck im Essen. Mhm. So, dann kommt der Maracuja-Saft dazu. Und zwar 4 und nochmal 4 Zentiliter rein, das wären dann insgesamt 16 Zentiliter, also 160 Milliliter. Dann kommt das Eis rein. Hier können wir noch Eis reinmachen und dann kann man shaken. Und man sieht halt am Rand vom Cocktail-Shaker, wenn das hier angelaufen ist, dann hat das die perfekte Temperatur. Ja, das dürfte jetzt durch sein. Und dann holt man das Barsieb. Und füllt das zu den Eiswürfeln. Dann gekühltes Ginger Ale. Muss nicht von Schweppes sein, kann auch von Kloß oder sowas sein. Und schon ist der Ipanema fertig. Ja, und das wird sehr gut schmecken. Vielleicht. Prost. Prost. Mach doch. Wir machen einen Cocktail. Der nennt sich Sunflower. Dazu braucht man 1 Teelöffel Rohrzucker. Eiswürfel. Eine Unke. Mit 1 cl Zitronensaft. Bloß nicht zu viel machen, weil den schmeckt man ziemlich krass raus. 1 cl Himbeersirup. Zwei cl Orangensaft. Und der fliegt der Stöpsel weg. Dann 4 cl Ananassaft oder Konzentrat oder sowas und nochmal 4 cl Ananassaft. Dann
Zitrone, die man auspresst. So, die kann man weghalten. So, dann kann man das schon shaken. Schön mal machen. Ja. Nee, doch nicht. Glas. Da kommen dann Eiswürfel rein, am besten Crushed Eis. Verarschen. Alter. Hast du Schwierigkeiten bei der Öffnung? Oh nein. Mitholen. Dann kommt ein Schuss Tonic Water dazu. Nicht so viel, weil das schmeckt richtig ätzend. Und Mineralwasser. Zu guter Letzt noch ein Schuss Maracuja-Sirup. Und ein Schuss Grenadin. Fertig ist der Sunflower. Guten Durst. So, meine lieben Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wenn nicht, dann nicht. Und kommentieren und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.